Servus und hallo zu einer weiteren Folge Project Cars. Heute mal in Frankreich auf der Azurküste mit einem Renault Megane anlässlich der Fußball-EM in Frankreich. Dachte ich mir, ich fahre mal mit da was Französischem und schon die Strecke abgekürzt. Hoppla. Ja, dieses Mal versuche ich euch auch ein bisschen was zu erzählen. Das Problem ist alles, das habe ich mir jetzt hier auf dem zweiten Bildschirm, lasse ich mir das anzeigen. Das heißt, ich muss da immer mal wieder einen Blick drauf werfen. Also nicht wundern, wenn ich mal etwas seltsam fahre. Fangen wir am besten mal an mit, wenn wir schon mal es von der Fußball-EM haben. Frankreich hat schon das, ich glaube, 9. Mal jetzt teilgenommen. Also seit 1960 waren sie 8-mal in der Endrunde, also nicht teilgenommen, haben sie bestimmt schon öfters, ich meine, die Endrundenteilnahme waren sie, ich vermute mal, das 9. Mal jetzt, und gewonnen haben sie es aber erst 2-mal, 1984 und 2000. Ich hätte es auch ihnen diesmal gegönnt, vor allem im eigenen Land, aber ich nicht so. Achso, da müsste ich darüber fahren. So. Ich bin die Strecke vorhin mal ganz kurz gefahren. Gerade weil ich vorhin einfach total blöd gefahren bin. Ja, kommen wir zurück zur EM. Wie gesagt, ich hätte es den Franzosen gegönnt. Portugal aber auch, weil Portugal noch nie eine EM oder eine WM gewonnen hat. Und von daher finde ich das ganz okay, wie es gelaufen ist. Klar, ich hätte es auch uns gegönnt, aber naja, man kann nicht immer gewinnen. Vielleicht gewinne ich ja das Rennen mal, im Vergleich zum letzten. Ja, jetzt kommen wir zum Renault. Wie gesagt, es ist ein Megane RS. Und schon wieder kürze ich ab, Verzeihung. Ein Megane RS 275 Trophy R. Wurde gebaut 2015 in Frankreich, wer hätte es gedacht. Der Megane, den gibt es seit 1995. Ich fahre momentan die dritte Generation, die gebaut wird seit 2008. Das ist jetzt die Modellpflege von 2014, vermute ich mal. 2012 gab es auch schon eine Modellpflege. Das Auto hat 4 Zylinder, ein Frontradantrieb, 255 Spitze mit 275 Pferdchen, braucht von 0 auf 100 5,8 Sekunden. Das ist schon ordentlich für dieses kleine Autochen, aber gut, der hat auch nur ein Gewicht von 1297 leer, also wenn ich Fettsack drin sitze, dann ist es ein bisschen mehr. Hat 359 Newtonmeter. Oh, jetzt muss ich aber bremsen. Das ist wieder nicht verschallt. So muss ich hier nämlich fahren. Ah, okay. Bietet sich natürlich an, da voll drüber zu brettern, aber gut. Bremsen tut das ganze Ding von 100 auf 0 in 3,1 Sekunden. Hat einen Radstand von 2,65 Meter. Und jetzt kommt das, was ich richtig heftig finde. Die Gewichtsverteilung. Oh, scheiße. Die Gewichtsverteilung von dem Fahrzeug ist wirklich heftig. Die liegt bei 34 zu 66. Das ist wirklich, also alles andere als ausgeglichen. Ich verstehe nicht, warum der hinten so schwer ist. Motor ist vorne, Frontradantrieb. Dann verstehe ich nicht, warum der hinten so, warum das so unausgeglichen ist. Aber ja, naja, gut. Und ja, 2016 kam jetzt die vierte Generation. Die wurde schon vorgestellt, wenn es mich nicht täuscht. Und ich muss sagen, es macht echt Spaß, mit dem zu fahren. Ein Arbeitskollege hat sich jetzt dieses Auto auch geholt. Und er sagt selber, er macht richtig Spaß, mit dem zu fahren. Und für den Preis, ein richtig tolles Auto. Also er hat zwar jetzt nicht diesen RS-Trophy mit 275 Pferdchen. Nur den normalen, was heißt nur den normalen, aber das reicht auch schon vollkommen. Der hat meines Wissens nach auch seine 260 PS oder so in dem Dreh rum. Und da geht schon was. Es reicht vollkommen. Geht's weg mit deinem AMG. Oder am Arsch. Hat nicht mal den Heckspoiler.
Ich komme dem aber nicht hinterher. Na klar, der hat 360 PS. Ich weiß gar nicht, wann der hier mitfährt. Ist doch nicht fair. Oh. Aber jetzt ich nicht schuld. Das war der. Tja, es wird wohl, glaub doch, nichts mit Podiumsplatz, aber egal. Also was, das muss ich leider dem Fahrzeug jetzt nicht gönnen. Beim Bremsen, er drückt von hinten dieses Gewicht, diese 66 sind sogar, ja. Diese 66% hier der Gewichtsverteilung, die drücken von hinten, das ist Wahnsinn. In der Kurve bricht sofort das Heck hinten, das kommt halt hinten um. Von diesen 1300 Kilos, da zwei Drittel von hinten dann schieben. Naja. Ja, das war doch eigentlich gar nicht so schlecht. Die Rundenzeit hat sich auch, konnte sich auch sehen lassen eigentlich. Ich bin immerhin noch Vierter geworden. Auch nach diesen paar Kontakten und des öfteren Abkürzen der Strecke. Aber ja, es ist einfach schwierig, wenn man die Strecke nicht wirklich kennt und alle visuellen Dinge ausgeschalten hat. Und es, am Bildschirm sieht es doch einfach ganz anders aus, als wenn ich jetzt im Auto wirklich drin sitze und was sehe. Und ja, aber ich muss sagen, fährt sich gar nicht so schlecht. Die Karre in den Kurven und alles hat echt ein gutes Verhalten. Nur beim Bremsen merkt man einfach dieses Gewicht, das von hinten drückt. Das, boah, das geht gar nicht. Sorry, also das wäre für mich dann jetzt. Es hat mir auch jetzt die letzten zwei Runden dann, also es waren ja jetzt bloß drei Runden, aber die zwei Runden hat es mir schon ziemlich Ärger bereitet. Aber gut, das war's dann auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Info hier jetzt übers Fahrzeug und also diese kleinen Randinfos. Haha, Pfeife. Diese kleinen Randinfos übers Fahrzeug haben euch gefallen und auch diese kleinen Randinfos über die EM. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Habt viel Spaß beim Zocken und bis dahin, viel Spaß, habe ich schon gesagt. Bis dahin, ciao, Leute.